Gut, ja, ganz kurz zu meiner Rolle. Also ich bin schon seit gut 25 Jahren dabei, beschäftige mich mit Daten. Es waren anfangs viel an wissenschaftlichen Daten. Und nachdem man der Spreadsheets müde war und der großen Tabellen, denkt man, okay, schauen, wenden wir uns mal den Texten zu. Und da arbeite ich jetzt auch schon gut 15 Jahre dran in diesem Bereich. Was ich hier vorstellen würde, ist eigentlich mehr ein Überblick über den Bereich Legal Tech. Und ganz zum Schluss, ich habe keine Live-Demo, ich werde eine Folie zeigen, was Codify dort in dem Gebiet macht. Das Interessante an unserem Unternehmen sind, ich sag mal, zwei Leute aus der Informatik und zwei Rechtsanwälte. Es ist immer gut, Rechtsanwälte dabei zu haben, habe ich in den letzten Jahren festgestellt. Und das ist natürlich ideal. Gut, ich möchte erstmal ein paar Methoden so vorstellen. Und erstmal, viele reden über Legal Tech, ne? Also Punkt Tech gibt es viel. Es gibt Fintech, Biotech, was ist eigentlich mit Legal Tech gemeint? Wo ist eigentlich der Einsatzbereich? Weil Leute denken, sobald ich jetzt hier ein Schriftstück habe, ein juristisches, dann bin ich schon im Bereich Legal Tech. Dem ist aber nicht so. Ist eigentlich eher so, wenn man sich den Bereich Legal Tech so vorstellt, der Einordnung der Bereich, man hat Hilfsfunktionen, die findet man im Prinzip in allen Bereichen. Das sind solche Sachen wie Dokumentmanagementsysteme beispielsweise. Okay, kommt es nicht? Kommt nicht, okay, jetzt. Dokumentmanagementsysteme, virtuelle Aktenräume, das ist ja nichts, was speziell ist für den Legal Tech Bereich. Es gibt dann aber auch noch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sind schon interessanter, nicht? So automatisierte Steuerverfahren beispielsweise oder Bußgeldbescheide, was dort in diesem Bereich alles automatisiert kann. Der eigentlich interessante Teil, wo wir dann auch zur Thematik NLP und Suche etc. kommen, ist eigentlich der Kernbereich der juristischen Tätigkeit, die Sachverhaltsaufklärung und die juristische Recherche. Und die Recherche ist eigentlich das, wir können sagen, Suche. Das wäre eigentlich der Bereich. Und danach kommt die harte juristische Tätigkeit, sage ich mal, die Subsumption, rechtliche Beurteilung und so weiter. Also mein Fokus bezüglich Legal Tech geht eigentlich in den Bereich der Sachverhaltsaufklärung und der juristischen Recherche, also die Kerntätigkeit von Juristinnen und Juristen dort im Prinzip. Gut, was haben wir hier an Daten? Wir haben eben schon viel über Daten gehört. Im juristischen Bereich sieht es nicht so aus, behaupte ich mal, wie in vielen anderen Bereichen, wo die Digitalisierung schon ein ganz Stück weiter fortgeschritten ist. Das ist also nicht so untypisch, was man hier sieht, die Aktenstapel. Rechts sieht man beispielsweise die knapp 650 Orden aus dem NSU-Prozess, der von 2013 bis 2018 in München lief und mit 500.000 Seite anfing. Wenn man sich mal so überlegt, schon allein, wie haben sich die Leute eingearbeitet? Nicht? Dazu kamen ja noch über 540 Zeugenaussagen und die ganzen Nebenklagen etc., diese ganzen Sachen und alles in Papierform. Nicht? Da gab es jetzt keine Suchmaschinen oder so, diese Sache, um diese Sachen durchzugehen. Ein Kollege von mir meint hier unten links, da handelt sich um einen Vertrag, der dort liegt. Nicht? Und viel Spaß beim Durchschauen. Und natürlich Gesetzestexte, die so von. Das sind also die typischen Quellen, die man hat. Jetzt wird man, geht's weiter? Okay. Jetzt soll man aber sagen, hey, Moment, aber ist doch Digitalisierung, Papier arbeitet ja keiner mehr mit. Nee, also ich denke, man kann jeder in seinem eigenen Betrieb mal schauen, wie viel Papier da noch rumfliegt. Und die meisten sagen, ja, ich habe alles auf dem Rechner. Jetzt kann ich natürlich meine ganzen PDFs auf dem Rechner haben und Spreadsheets und Word-Dokumente. Da ist mir aber auch nicht viel mitgeholfen, wenn ich die Sachen einfach nur digitalisiert habe. Nicht? Und das ist mit noch ein Punkt, den man häufig sieht. Die Leute meinen, okay, wir sind jetzt ein ganz Stück voran, weil wir unsere Sachen digitalisiert haben, aber einfach was nur in elektronischer Form vorliegen zu haben, ist natürlich jetzt nicht die Lösung. Content-Management-Systeme sind da schon ein bisschen besser. Die helfen halt eben, die Sachen besser zu organisieren, mit zusätzlichen Metadaten zu versehen etc. und auch einen integrierten Datenbestand an Dokumenten in Unternehmen beispielsweise zu haben. Und in dem Bereich gibt es im Behördenbereich und auch in Firmen gibt es viele sogenannte E-Akten. Ich denke mal, das ist kein unbekannter Begriff, sondern okay, was ich vorher in diesem Aktenstapel habe, das habe ich nun alles elektronisch vorhanden und das ist alles jetzt in einem Ordner auf dem Rechner. Das ist dann aber die Frage, was mache ich denn damit? Ne? Ich habe es elektronisch vorliegen. Habe ich dadurch jetzt einen Effizienzgewinn, meine Arbeit letztendlich? Nun, wenn man mal schaut, das hören wir auch häufig immer in Interviews, dass man gut 20% seiner Zeit mit Suche verbringt. Okay.
Und das mit der Suche wurde ja schon angesprochen, dass eine intelligente Suche oder Tools, die das entsprechend unterstützen, dass das eine wichtige Sache ist. Aber ich merke selbst, sag ich mal, im akademischen Bereich, dort, die halbe Zeit ist man eigentlich nur am Suchen. Man sucht nach irgendwelchen Artikeln, nach Personen etc. Okay. Und noch interessanter ist, dass, was passiert eigentlich bei einer gescheiterten Suche? Ganz einfaches Beispiel. Ich erinnere mich, dass ich schon mal so einen ähnlichen Vertrag aufgesetzt hatte, finde den aber nicht mehr. Meine Suche schlägt fehl und ich fange wieder von vorne an, schreibe den Vertrag im Prinzip nochmal neu. Also die Zeit, die damit verbracht wird, allein aus einer fehlgeschlagenen Suche, eine Tätigkeit, die man schon mal gemacht hat, Wissen, was man schon mal irgendwo akkumuliert hat, die nochmal durchzuführen, ist also immens. Und hier rechnet man hauptsächlich mit der Zeit dann letztendlich. Okay, was ist die Aktenlage in dem Kontext? Wurde eben schon angesprochen, wirklich 80% aller Geschäftsdaten liegen in Textform vor, nicht unstrukturierte Daten. Muss nicht immer so aussehen, kann auch ein bisschen strukturierter sein. Und trotz der ganzen Entwicklung und auch der Digitalisierung, Content-Management-Systeme, Dokument-Management-Systeme, virtuelle Datenräume etc., die Identifikation, Sammlung und Aufbereitung dieser Dokumente ist immer noch der größte Flaschenhals. Es ist ja nicht so, dass ich Dokumente habe und direkt darauf arbeiten kann. Allein die Organisation der Dokumente, das Einordnen in Folder, das in Ordnern, das Taggen mit Metadaten und so weiter, ist ein immenser Zeitaufwand. Das ist ein Flaschenhals. Und viele denken, okay, wir haben jetzt die E-Akte eingeführt und dadurch wird jetzt alles viel einfacher. Nee, das ist eigentlich nicht unbedingt der Fall. Ich habe zwar jetzt alles digitalisiert, aber die Einordnung der Akten, das Versehen der Akten mit Metadaten ist immer noch eine große Zeitverschwendung, sage ich mal. Nun, das Traurige, gerade auch im juristischen Bereich, wo man jetzt auch immer mehr versucht, dort in die Digitalisierung reinzugehen mit den entsprechenden Tools, da wird eigentlich der Kernbereich der Wissenstätigkeit, nicht? Also das die Recherche, was ich anfangs gezeigt habe, wird immer noch überlagert von organisatorischen Fähigkeiten. Und das ist immer noch, wo viele Firmen auch noch mit hapern an diesem Punkt, nicht? Dass man kann sehr, sehr viel an Software einführen, aber es ist der organisatorische Aufwand, der wird häufig dadurch nicht geringer, weil halt eben auch dort Sachen entsprechend in Ordner eingeordnet werden müssen etc. Und bei diesen Mengen an Textdaten, da setzt gerade die Textanalyse an. Nicht? Und da kommen wir auch zur Vision, die wir auch haben, dass wir sagen, der Fokus ist nicht mehr auf dem Management der Dokumente, nicht? Dass wenn ich so einen Aktenstapel bekomme und dann jetzt entsprechend einordnen müsste, jetzt elektronisch, sondern dass ich wirklich mich ausschließlich auf den Inhalt der Dokumente konzentrieren kann. Und na, wir hatten schon einige Punkte, wurden ja schon angesprochen. Ein typisches Problem ist natürlich, dass ich eine Unmenge an heterogenen Dokumenten habe. Ich angefangen mit E-Mails, die in den verschiedensten Programmen vorhanden sind, gut, typischerweise Outlook, Google Mail etc., dann die ganze Office-Schiene, die ich dann dort habe, je nachdem, welche Arten an Daten ich habe, vielleicht auch noch Daten aus sozialen Medien, nicht? Also sehr heterogene Dokumente, die in verschiedensten Formen dann vorliegen. Die Qualität der Dokumente, und auch schon angesprochen, Scans, nicht? Also das ist auch eine Sache, die gibt es auch noch bei uns an der Uni. Nicht? Und häufig wird auch noch gefragt, faxen Sie mir das bitte zu. Und man schüttelt dann nur mit dem Kopf. Ich behaupte mal, das ist nicht nur die Uni. Ich behaupte mal, es ist nicht nur an der Uni Heidelberg. Okay. So. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gut rausgeredet. Gut. Was ich jetzt erstmal, ich würde erstmal einen kurzen Überblick geben wollen, was ist eigentlich mit Textanalyse gemeint? Weil ich sag mal, in vielen Katalogen und Produktbeschreibungen, das liest sich immer so, als wäre die Textanalyse und insbesondere die KI, die dahinter steht, wäre jetzt so eine eierlegende Wollmilchsau. Es ist eigentlich nicht. Die Probleme darunter, die sind eigentlich viel, viel banaler, der Textanalyse und auch eigentlich recht schwierig. Allgemein zur Textanalyse ist ein Bereich des Natural Language Processing und klar verwendet immer mehr Methoden des maschinellen Lernens und auch des Deep Learnings. Was gehört da eigentlich zu? So ganz banale Dinge, damit man überhaupt mal versteht, was meint man eigentlich mit Textanalyse? Segmentierung von Sätzen, also erstmal Sätze erkennen. Wer juristische Texte kennt, mit vielen Abkürzungen, also ein Punkt ist nicht immer ein Satzende dort. Nicht? Allein dieses ist schon nicht trivial, diese Abkürzung. Ich denke mal, keiner liest gerne
komplexe juristische Texte aufgrund der Schreibweise auch, nicht? Und das allein ist schon eine Herausforderung. Das Erkennen dann von Wörtern, ist es eine Abkürzung, ist es ein eigenständiger Begriff, Zuordnung der Wörter zu Wortarten. Also es ist eine ganze Pipeline, die da eigentlich hintersteht. Und wir zumindest gesehen haben, bei einigen juristischen Dokumenten oder Rechtsbereichen ist nicht trivial dort diese Sache, aufgrund der Schreibweise schon allein. Es ist nur ein Unterschied, ob ich jetzt einen Artikel aus News irgendwie nehme oder aus sozialen Medien, aus Facebook, oder ob ich jetzt einen Paragraph, der wirklich über 15 Zeilen geht, aus dem Rechtsbereich beispielsweise nehme. Okay? Und da diese Pipeline erstmal so aufzusetzen, dass sie wirklich juristische Texte in guter Qualität erkennt und auch entsprechend Eigennamen und Konzepte identifizieren kann, ist schon eine Herausforderung. Nun, wenn man das gemacht hat, was sind so typische Methoden der Textanalyse? Die sind recht allgemein gehalten, aber ich denke mal, in jedem Geschäftsbereich findet man dort ähnliche Aspekte, das Clustering von Dokumenten. Beispielsweise den riesigen Stapel, den wir dort gesehen haben, kann ich irgendwie ähnliche Dokumente einordnen, basierend auf den Eigenschaften, die die Dokumente haben. Das können Metadaten sein, das können inhaltliche Daten sein. Also, dass ich einen Stapel habe an Dokumenten, und das ist auch nicht untypisch, sage ich mal, wenn ich eine E-Akte habe, da mag ich Gutachten drin haben, da habe ich Protokolle drin, da habe ich Berichte drin etc., dass ich erstmal das alles auseinander dividieren möchte. Man fängt ja meistens so mit der Aufgabe an, man kriegt dann einen Ordner gegeben, da mögen 120 Dokumente drin sein, man möchte sich erstmal einen Überblick verschaffen, was für Dokumente sind das überhaupt. Eine Klassifikation der Dokumente, das ist also mehr schon eine Supervised-Methode, die ordnet dann diesen Dokumenten auch noch ein Thema zu oder einem Label dann beispielsweise. Dazu braucht man natürlich auch entsprechende Trainingsdaten dann in dem Fall. Das sind noch so ganz banale Fälle, die gelten allgemein in so im Bereich der Textanalyse, also das Clustering von Dokumenten. Bei Dokumenten meine ich jetzt nicht immer einen fetten Stapel jetzt an Unmenge an Seiten. Nicht? Ein Dokument kann letztendlich auch eine Seite sein, das kann ein Facebook-Post sein, egal. Interessanter wird es dann schon, und da kommen wir schon mehr zu diesen Aspekten, wo die Textanalyse wirklich zu einem Zeitgewinn führen kann, ist beispielsweise zu einer Menge von Dokumenten, dass ich dort die Themen automatisch erkenne. Worum handelt es sich in diesem Dokument? Was sind die Kernthemen da drin? Wir gehen da relativ schnell zu dem Bereich von Zusammenfassung. Das ist so ein Holy Grail im Prinzip, wo auch viele KI-Methoden in letzter Zeit, sehr gute teilweise auch, auf den Markt gekommen sind und entwickelt wurden. Und wir werden in der Praxis sehr, sehr viele Beispiele finden, Berichte beispielsweise. Ein paar hundert Seiten an Bericht und da die Essenz rauszuholen, die für einen interessant ist. Ich denke mal, da liegt eigentlich der Mehrwert drin. Und dann direkt zu diesen Stellen hinzukommen, okay, wo stecken, wenn ich weiß, das ist jetzt die Zusammenfassung des Berichts beispielsweise und mich interessiert nur dieser Teil, an welchen Stellen wird denn dieser Teil auf diesen 300, 400, 500 Seiten wird er denn entsprechend gecovert. Und das ist nicht trivial, weil es auch stark subjektiv, je nachdem, wer halt eben mit den Dokumenten arbeitet. Das heißt, es sollte in gewisser Art und Weise steuerbar sein. Auch hierauf setzen wieder mit linguistischer und Machine Learning Verfahren, dass halt eben relevante Elemente in den Dokumenten erkannt werden und entsprechend zusammengefasst werden. Und das bedeutet nicht einfach nur, dass man Sätze kopiert und dann zusammenfasst, sondern die müssen auch entsprechend umgeformt werden. Was man raushaben möchte, sind ja nicht nur immer solche Snippets, sondern es sollte ja wieder ein lesbarer Text rauskommen. Ganz großer Bereich der Textanalyse ist die Informationsextraktion, und das ist der Bereich, womit Natural Language Processing schon seit den 70er Jahren eigentlich das Hauptinteresse war. Ich gebe einen Text vor und ich möchte Verfahren haben, die automatisch für mich relevante Objekte in diesen Dokumenten, in diesen Texten dann erkennt. Das sind sogenannte Named Entities, Personen, Orte, Organisationen, Zeitangaben, Beträge und so weiter. Und viele Tools, die es dort gibt, auch das sind Open-Source-Tools, die sind, sagen wir mal, okay da drin, solche Sachen zu erkennen, insbesondere Personen, Orte etc. Nehmen Sie aber mal juristische Texte, da gibt es selten Personen und Orte. Bei irgendwelchen Urteilen, dann habe ich vielleicht mal, wer ist der Kläger etc. Aber der Rest, da habe ich keine Personen, keine Ortsangaben etc. in diesen Sachen drin. Das heißt, auch im juristischen Bereich ist der Begriff dieser Named Entities ist schon ganz anderer. Hier geht es tatsächlich um solche Legal-Konzepte, dass diese erkannt werden müssen. Das nochmal so als Beispiel, was damit gemeint ist an solche Entitäten. Warum ist die Erkennung
in einigen Fällen, es ist immer die Frage, was mache ich letztendlich mit den analysierten Texten und den Informationen, die ich daraus extrahiert habe. Das kann deswegen sinnvoll sein, solche Informationen zu extrahieren, weil da kann ich beispielsweise daraus so ein Faceted Search ableiten. Wenn ich sage, okay, aus den ganzen Texten extrahiere ich alle Personen und ich habe dann beispielsweise so eine Liste, ich kann auf einen Personennamen klicken und gehe dann gleich an die Stelle, in der diese Person erwähnt wurde, beispielsweise. Das ist eine Möglichkeit bei dem Bereich. Okay. Werden wir mal ein bisschen konkreter. Was heißt eigentlich so Textanalyse im Geschäftsbereich bzw. im juristischen Bereich? Das sind alles Arten an Dokumente, die, denke ich mal, im Geschäftsbereich und auch im juristischen Bereich relevant sind. Verträge, haben es gerade schon gehört, Gesetzestexte, das Beispiel haben wir schon gesehen, Richtlinien, EU-Richtlinien. Wer sich schon mal EU-Richtlinien angeschaut hat, die sind nicht so einfach lesbar, im Prinzip, insbesondere sind sie nicht klein vom Umfang her. Geschäftsberichte, Korrespondenzen mit Klienten, Patente kann man auch als juristische Dokumente betrachten. Kundenbewertungen im Geschäftsbereich beispielsweise sind auch kleine Mengen an Dokumenten. Und wir haben eben schon über die Suche gesprochen, aber da steht ja eigentlich erstmal was ganz anderes im Hintergrund, dass ich erstmal eine ganz andere Frage habe. Und ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der steht auch bei uns, bei Codify im Vordergrund. Es geht nicht nur um die Suche, es geht um die Einbettung in den gesamten Workflow. Also die Suche findet immer mal irgendwo statt, aber die muss ja eingebettet werden. Das heißt, auch diese Fragestellung hier, beinhaltet der Vertrag eine untypische Klausel? Da stecke ich irgendwo in einem Prozess drin, in dem ich so eine Vertragsprüfung dann mache. Und was ist das Ergebnis einer Vertragsprüfung beispielsweise? Dass ich Klauseln, die mir gefallen oder nicht gefallen, auch entsprechend rausschreibe, rauskopiere. Also mit der Suche ist da meistens nicht Ende, sondern man setzt dann weiter fort. Die eine Einbettung in den, sag ich mal, Workflow ist hierbei extrem wichtig. Kernaussagen dieses 400-seitigen Berichts, das Summarization beispielsweise, Meinungen vom Kunden zum Produkt beispielsweise, das ist dann wieder eine Klassifikation in dem Bereich. Wie habe ich damals auf eine ähnliche Anfrage geantwortet? Ich meine, wir hören ja gleich noch was über E-Mail-Tools. Ich weiß nicht, wie häufig ich ähnliche Anfragen bekomme und dann verflucht. Was hast du letztens geschrieben? Ich habe mittlerweile ein ganzes Dokument, in dem ich typische Antworten habe. Ist sehr nützlich im universitären Bereich, wenn Studenten immer die gleichen dummen Fragen stellen, so in dem Bereich, so ähnlich, dass man das einmal dann abspeichert. Aber solche Sachen, die fehlen auch eigentlich. Okay. Hierbei ist die Suche immer und Methoden der Textanalyse ist immer ein Kernelement, aber ein Kernelement eines komplexeren Prozesses dann letztendlich. Okay, was sind so konkretere Sachen bezüglich der Text, wo die Textanalyse eingesetzt wird im juristischen Bereich? Nun, die Recherche ist das A und O. Also eine Sachverhaltsaufklärung, Darstellung im Prinzip. Man kriegt Gutachten, Zeugenaussagen etc., diese ganzen Sachen. Und diese Sachen müssen entsprechend zusammengestellt werden, um dann in diesem Prozess der Kerntätigkeit, der juristischen Kerntätigkeit, zu einer Entscheidungsfindung zu kommen. Okay? Also die Suche ist das A und O, keine Frage. Das Problem bei der Suche ist, müssen wir sehen, erstmal die Identifikation der Quellen. Es ist ja nicht so, dass gleich immer alles in dem System vorliegt. Und ich sage mal, deswegen ist Google wahrscheinlich auch so gut, weil Google ja alles umfänglich hat im Prinzip. Im Unternehmen ist es nicht unbedingt so. Das mag wohl sein, dass dann irgendwelche Dokumente, die man sucht, im Unternehmen vorhanden sind, aber die müssen ja mit eingebunden werden. Also der Integrationsaspekt ist hier nicht unwichtig. Das heißt, wenn ich solche Tools einsetze, im Unternehmen ist natürlich auch dann immer die Frage, ja, was umfasst das Tool jetzt alles? Was ist der Input zu diesem? Welche Dokumente kommen hier eigentlich alle rein? Formulierung von Suchanfragen, haben wir eben schon schöne Beispiele gesehen, dass sowas wie Synonyme eine Rolle spielen. Häufig wissen wir gar nicht, wonach wir suchen und dann wird es interessant. Was mache ich mit den Suchergebnissen? Da kommen wir wieder zu dem Prozess. Ich habe jetzt die Sachen gefunden, die ich gesucht habe. Cool, wie geht es dann jetzt damit weiter? Was mache ich mit den Suchergebnissen? Kann ich den Suchablauf für ähnliche Dokumente, kann ich den beispielsweise abspeichern? Was mache ich mit den gefundenen Stellen? Fasse ich die automatisch zusammen? Wie organisiere ich die Sache? Also irgendwie geht der Prozess weiter. Ansonsten sind wir wieder so wie bei Google. Ich gebe mal was ein, ich kriege dann eine Webseite ausgegeben und mache dann mit meiner normalen Arbeit weiter. Kopiere dann vielleicht was raus, das muss irgendwie entsprechend eingebettet werden in den Arbeitsablauf. Also ist ganz zentral.
Vertragsanalyse, da gibt es große Player, die machen das auch sehr gut, meistens mit ja, ich sag mal, immer neueren Methoden, auch hier der KI mit vielen neuen Methoden von Language-Modellen etc. Also das ist noch der typischste Bereich, wo man sagt, Textanalyse in Kombination mit KI heutzutage. Dokumentenautomatisierung, mit ein Grund, warum wir immer mehr Dokumente bekommen, ist, weil es immer einfacher ist, Dokumente zu generieren. Okay. Und man hört schon häufig von Fällen, wo beispielsweise Klageschriften, Teile von Klageschriften automatisch erstellt wurden. Okay. Das heißt, auf der einen Seite, die einen verwenden Tools, um Mengen an Dokumenten automatisch zu generieren, und die haben auch die Tools, und die andere Seite druckt es dann aus und liest durch, weil die keine besseren Tools dann dort haben. Und da entsteht dann so ein Ungleichgewicht. Und Dokumentenautomatisierung, sehr hilfreich beispielsweise bei der Vertragsgenerierung, ist eine der wichtigen, sage ich noch, ein der Tools, die auch in dem Bereich Legal Tech eingesetzt werden. So ein Holy Grail, sage ich mal, ist dieses Electronic Discovery. Also E-Discovery oder diese Technology Assisted Review beispielsweise, ja, was man jetzt bei dem Dieselskandal auch sehen, nicht, was dort große Kanzleien sind, dass sie Unmengen an Daten haben, Terabyte an Daten und das wirklich alles an Daten. Da sind Spreadsheets drin, da sind PowerPoints drin, da sind E-Mail-Korrespondenzen sind da drin und dort halt eben interessante Sachen zu suchen, juristisch relevante Sachen zu suchen. Ich möchte mal kurz vorführen, zwei Beispielen, was damit eigentlich gemeint ist, wie Legal Tech im Bereich beispielsweise von Klageverfahren helfen kann. Typischerweise bei einer Klage sieht es ja so aus, nicht? Jemand reicht eine Klage ein, einen Schriftsatz, dann, und dann kommt dann halt eben die Schriftsätze des Beklagten, werden dann auch eingereicht, gehen dann vielleicht ans Gericht und wir in uns ganz am Anfang haben wir dann den Stapel dort. Nicht? So sieht es dann aus. Ist jetzt eigentlich egal, ob ich jetzt zwei Folder habe. In dem einen Folder sind 60 Dateien drin und im anderen sind 70 Dateien drin, also die jeweiligen Schriftsätze. Damit habe ich eigentlich nicht viel gewonnen. Nicht? Ich kann es am Bildschirm lesen. Was ich sonst papiermäßig lesen muss, muss ich am Bildschirm lesen. Aber hier, die Kernaufgabe ist jetzt die sogenannte zivilgerichtliche Relation. Das heißt, ich muss gucken, was sagt der eine, was sagt der andere. Zu jedem Punkt muss ich alles genau abgleichen. Okay? Und was man eigentlich macht, okay, so ein Aktenspiegel, dass man sagt, okay, ich habe es mir sagen lassen, viele machen es schriftlich, also sich wirklich so hinzulegen, A sagt dieses dazu, B sagt dieses dazu und stellen das wirklich dann so Spreadsheet-mäßig, sage ich mal, gegenüber. Wenn man sich hier überlegt, welche Methoden der Textanalyse hier wirklich sinnvoll eingesetzt werden können, kommt man recht schnell darauf, dass man beispielsweise Behauptungen identifiziert und die korreliert. Was sagt der eine, was sagt der andere? Und hier spielen natürlich viele semantische Aspekte eine Rolle. Wiederholungen von Passagen. Nicht? Also wir haben einige Klageschriften, wo einfach Passagen wiederholt wurden. Nicht? Allein dieses zu erkennen und einem Tool, das einem sagt, das brauchst du gar nicht lesen, das hast du schon mal gelesen, nicht? Wenn ich auf Seite 300 bin und auf Seite 112 habe ich es schon mal gelesen, ist eigentlich schon Mehrwert. Und dadurch, dass ich jetzt eine ganz andere Repräsentationsform meiner Daten habe, kann ich sehr, sehr viel aus diesen Akten ableiten, beispielsweise Chronologien. Wie war eigentlich der Ablauf dieses gesamten Verfahrens über die Zeit? Oder ich kann was personenzentriert machen, ortzentriert, weil ich entsprechende Konzepte identifiziert habe. Was man letztendlich dargestellt haben möchte, ist eigentlich, und da kommen wir auch damit zu dem nächsten Schritt, nicht, dass ich hier jetzt eigentlich nicht nur was suche, sondern sage, okay, hier bei diesen Akten, bei diesen Schriftsätzen, da geht es um Baumängel. Und da werden drei Arten an Baumängel angesprochen, Küchenfenster, Fliesen, Bodenbelag und das ist, was der Kläger dazu sagt, was der Beklagte dazu sagt. Das ist eigentlich das, was man haben möchte, damit ich nicht durch diesen Riesenstapel durchgehen muss, sondern mir einfach mal dadurch einen Überblick verschaffe und auch direkt an diese Stellen im Dokument springen kann, die dafür relevant sind. Letztes Beispiel finde ich persönlich sehr interessant und auch herausfordernd. Wenn wir was lesen, wir finden häufig Referenzen auf andere Dokumente. Und wie gehen wir davor? Entweder klicken wir auf die Referenz, dann öffnet sich das nächste Browserfenster und da lesen wir dann weiter, so Wikipedia-mäßig, nicht? Also ich behaupte mal, jeder hat sich schon mal in Wikipedia verlaufen. An einer Seite angefangen, oh, ganz interessant, und irgendwann war mal an der Stelle, wo habe ich jetzt eigentlich angefangen? Weswegen bin ich hier?
Nicht? Das kann es eigentlich nicht sein. Und das ist ein Bereich, wo die Textanalyse durch Identifikation, durch entsprechende Konzepte, Verweise, hier sehen wir beispielsweise den NSA-Bericht, 1800 Seiten, ein Bericht, ich weiß nicht, wer sich den mal spaßeshalber angeschaut hat, es ist ein Wahnsinn, sich da überhaupt erstmal einzuarbeiten, die Terminologie und dann die Quintessenz aus diesem Bericht rauszubekommen. Die Mühe macht sich keiner, diese 1800 Seiten zu lesen. Manche müssen es machen und hier ist es sicherlich sinnvoll, dass man Tools hat, die die Kernpunkte daraus extrahieren. Was man sieht, ist, hier wird auf Richtlinien verwiesen. Wäre natürlich schön, wenn man die gleich mitsehen könnte beispielsweise. Also hier kommt man tatsächlich zu einer ganz anderen Umgebung. Wie lese ich überhaupt? Richtlinien, Berichte, Protokolle, die können wieder untereinander verlinkt sein. Weil was man bei solchen Dokumenten typischerweise hat, und ich behaupte mal, dass es bei fast jedem Dokument ist, ich habe nicht nur das eine Dokument, sondern auch Verlinkungen zu sehr, sehr vielen anderen Dokumenten. Weil ich habe vorherige Verträge, Absprachen etc. in ihrer E-Mail-Form. Es sind typischerweise mehrere Dokumente, die man hat. Also so ein ganzes Netzwerk im Prinzip, da haben wir eine schöne Darstellung gesehen, das ist eigentlich so ein Kernpunkt, dass Dokumente eigentlich nie isoliert stehen, sondern miteinander verknüpft sind. Und auch dazu bedarf es entsprechender Methoden an der Textanalyse. Nur ganz kurz zeigen, was sich Codify zum Ziel gesetzt hat. Primär eigentlich als Plattform gedacht für Juristinnen und Juristen nicht nur zur Suche, sondern Exploration und Analyse von Dokumenten. Also hier geht es tatsächlich um die Einbettung der Suche in Dokumenten und der Bearbeitung von Dokumenten innerhalb einer Plattform. Und ich denke mal, dieser integrative Aspekt ist extrem wichtig, nicht? Weil es hilft wenig, wenn ich ein Tool habe, in dem ich erstmal Dokumente reinladen muss, um dann vielleicht nur eine Suche machen zu können. Das Integrative ist erstmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass es beispielsweise an eine E-Akte angeflanscht werden kann oder an einem Dokumentmanagementsystem. Und was jetzt hier alles nicht dargestellt ist, die Suche, klar, so Standardsachen, dass ich sofort sehe oder dass ich Vorschläge bekomme, wonach sucht man, auch wenn die Wörter nicht drinstehen, Sachen mit Synonymen beispielsweise, dass man hier schon Unterstützung bekommt, dass man nicht sich selbst überlegen muss, wie soll ich es eigentlich formulieren? Das System muss die Anfrage formulieren können, ist ganz wichtig. Das System muss die Anfrage formulieren können, mir Vorschläge machen, alternative Vorschläge. Darum geht es eigentlich. Weil Suche, wir haben gesehen, ist ein immenser Zeitaufwand hier in dem Fall. Und ausgehend dann von solchen Snippets, die dann gefunden werden, dann kommen dann weitere Schritte. Also was mache ich mit diesen Snippets? Wenn ich Ähnlichkeitssuche mache, bette ich die beispielsweise dann in ein Word-Dokument ein, wie stelle ich diese ganzen Suchergebnisse zusammen dort letztendlich? Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wir können gleich sicherlich im Gespräch dann noch ein paar weitere Sachen zu sagen. Gut, zusammenfassend. Also traurig aber wahr, die Anzahl und Komplexität der Dokumente wird weiter steigen, keine Frage. Auf der einen Seite werden die Tools zur Textanalyse werden immer besser, aber wie wir auch schon gehört haben, die Tools zur automatischen Generierung von Texten werden auch immer besser. Und das ist jetzt so ein Battle letztendlich. Und das findet man auf allen Ebenen, bei Verträgen etc. Viele Sachen werden automatisch generiert. Und leider müssen noch viele Leute, insbesondere ich sag mal, im juristischen Bereich, diese Sachen lesen, komplett lesen. Okay. Und ich denke mal, aufgrund der Tatsache, dass 80% der Geschäftsdaten wirklich in Textform vorliegen, ist relativ klar, dass diese Textanalyse, mag es eine Suche, Exploration sein, dass diese Systemkomponenten ein wichtiges Element von digitalen Prozessen sind. Also Sachen einfach jetzt elektronisch abspeichern im Dokumentenmanagementsystem, das allein bringt es nicht, nicht. Da müssen weitere Tools drauf aufgesetzt werden. Das Schöne ist, dass hier sehr erfreuliche Entwicklungen stattfinden, also im Bereich des NLP, der Textanalyse etc. Und insbesondere, dass diese Sachen auf existierenden Infrastrukturen aufbauen. Wobei man vorsichtig sein muss, nicht? Bei diesen Language-Modellen. Ich denke mal, nicht jede KMU hat die Möglichkeiten, Language-Modelle zu trainieren auf GPUs und so diese Sachen. Das muss man also auch noch mit berücksichtigen. Ganz wichtig im juristischen Bereich, und ich denke mal, so ähnlich wird es auch für den medizinischen Bereich gelten, diese ganzen Tools, die nicht der Vollautomatisierung, die sollen aber eine zeitsparende Unterstützung liefern. Nicht? Weil wir wollen nicht in diesen Bereich kommen, wo wir einen automatisierten Richter haben, nicht? Wo ein Tool alle Sachen bekommt zu einem Rechtsfall und dann automatisch ein Urteil gefällt wird durch irgendeine KI letztendlich. Aber die sollen die Leute, die bei der Entscheidungsfindung beteiligt sind, sollen halt eben als zeitsparende Unterstützung soll das dort dienen. Okay, das war's von meiner Seite. Besten Dank. Thank you.